Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender 2021 des unrasierten Apostels der Liebe. Dieses Jahr lese ich aus unterschiedlichen Andachten vor, aus Bibelleseplänen in der YouVersion Bible App. Und heute Morgen kommt es tatsächlich zu einem meiner Lieblingsverse oder meine Lieblingsstellen in der ganzen Bibel, eine zentrale Stelle über Weihnachten, über die Menschwerdung Gottes und über das, was er vorhat, wie er mit Menschen zusammen leben will und wie wir infolgedessen auch leben sollen. Denn das Zentrale ist, Jesus ist gar nicht auf die Welt gekommen, um irgendwie den dicken Max zu markieren. Jesus ist nicht für die Gesunden und Starken gekommen, sondern für die Kranken. Für die Menschen, die um ihre Bedürftigkeit wissen. Jesus möchte dir in deinen Nöten begegnen. Er will deinen Körper heilen, sich um dein gebrochenes Herz kümmern. Er will deine Tränen wegwischen und dir Freiheit schenken. Er ist gekommen für dich ganz persönlich, um dir in deinen Herausforderungen zu begegnen. Er richtet dich auf. Und woher wissen wir das? Weil Gott das durch den Propheten Jesaja hat ankündigen lassen. In Jesaja 61, Vers 1 bis 3, da hören wir, wie Gott zum Herzen des Propheten spricht und der Prophet es dann weitergibt an uns. Und er sagt dort über den Messias, er spricht da in der Ich-Form, da sagt der Messias der Welt sozusagen sein Weltrettungsprogramm an. Kann man übrigens auch im Neuen Testament lesen, in Matthäus 4, Vers 18, als Jesus seinen Dienst antritt. Da geht er zunächst mal in den Gottesdienst, er geht in die Synagoge und dann liest er diese Schriftstelle vor und allen ist damit klar, alles klar. Jetzt hat er gerade losgelegt und gesagt, jetzt beginne ich mein Weltrettungsprogramm als Messias. Jesaja 61, Vers 1 bis 3. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Zions. Sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban, was Hochzeitskleidung darstellt. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, die Gott selbst gepflanzt hat. Man wird sie Garten des Herrn nennen, an dem er seine Größe und Macht zeigt. Jesaja 61, Vers 1 bis 3. Und damit entlasse ich dich in diesen neuen Tag mit der Frage, wo musst du Jesus eigentlich gerade ganz konkret in dein Leben und in deine Situation hineinlassen? Wo brauchst du konkret seinen Trost, seine Ermutigung, seine Stärkung oder auch einfach seine Befreiung? Denk da mal drüber nach und dann lies dir Jesaja 61, 1 bis 3 durch und lies es meinetwegen auch gerne dem Himmel vor und erinnere Gott daran und sag, wie sieht's aus?
Wann findet das in meinem Leben statt? Denn Gott ist einer, der immer gerne wieder auch an seine Versprechen erinnert werden möchte. Er möchte gerne, dass wir als seine Kinder zu ihm kommen und quengeln und sagen, Papa, was ist mit dem, was ist mit dem, was ist mit dem? Bitte komm und hilf uns. Und mit diesem kindlichen Vertrauen segne ich euch alle und wünsche euch einen wunderbaren Tag und freue mich darauf, morgen das nächste Hoffnungstürchen mit euch zu öffnen. Bis dann.